Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur letzten Sendung des SFBs, Center Freies Bockgeld. Gerade habe ich im Publikum gehört von einer jungen Dame, kommen die aus Mattefeld? Nein, heute erleben Sie Comedy in Bronskirchen. Sie merken schon, alles, was jetzt kommt, nicht zu ernst nehmen. Oh, jetzt ist mir gerade ein Fehler unterlaufen. Das ist eine Moderationskarte vom Florian Silbereisen. Aber keine Angst, der kommt nicht. Erst wenn er mit dem Raumschiff in Rennerhausen am Meer anlegen kann, vorher nicht. So, kommen wir nun zu unserem ersten magischen Block aus Chronik und Geschichte. Wird berichtet. Meine Vorder Dame, bitteschön. Früher haben wir in der Volkshochschule gelernt, und da hat allerdings auch mancher vieles verpennt. Europa war schon immer da und Kolumbus entdeckte Amerika. Doch das stimmt so nicht, das ist gar nicht wahr. Die Sensenhändler von Bronskirchen waren schon vorher da. Yay! Mit diesen Nachrichten darf ich zu weiteren Geschichten zurück ins Funkhaus gehen. Es geschah vor ein paar Jahren, als die Winter noch Winter waren. Da war im Wald bei Bronskirchen was los. Da war die Aufregung riesengroß. Da hatte jemand mit Schwung ganz unverwinkelt, der Bürgermeister ist doof in den Schnee gewinkelt. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, der Urin war von einem gewissen Klaus. Doch man untersuchte das ganz genau. Die Handschrift war von einer Frau. Sie merken, Geschichte ist allgegenwärtig, sei es die Plagiatsvorwürfe gegen Kolumbus oder das Bildpinkeln, das wir heute noch bei jedem Heimatfest erleben dürfen. Sie merken schon, also Ähnlichkeiten mit vergangenen oder lebenden Personen sind rein zufällig, aber manchmal gedundert. Mein Name ist Hansi aus dem Kuckucksnest und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Ich höre gerade, bevor wir zu unserem Hauptbericht kommen, der Traumhochzeit von Promi Bronskirchen und Money Money Allendorf, gehen wir mal kurz zum Sport. Harry Hirsch, bitte melden. Hallo vom Sport. Große Ereignisse werfen wirklich ihre Schatten voraus. Auch wenn die Ehe von Allendorf und Bronskirchen ist beschlossen, beim Fußball, da wird anders geschossen. Heine fing vor Jahren was mit Bodenbrinkhausen an, jetzt ist Bronskirchen mit Röckenau dran. In Allendorf hat man vor Jahrzehnten schon beschlossen, die Tore mit Platten als FCE geschossen. Nur bei der Gegner setzte man das nicht fort, man blieb nebeneinander Wort für Wort. Ihr ganzen SEs, Ebers, FCEs und Röbroms habt Acht, wenn Sommler die Fürze mit Osterfeld auch eine neue Spielgemeinschaft macht. Zurück ins Studio. Ja, nun kommen wir zu unserem Hauptbericht, der Traumhochzeit des Jahres. Zwischen der Braut Promi Bronskirchen und dem Bräutigam Money Money Allendorf. Ja, das ist schon ein tolles Paar.
die Augen und singt: Money, 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 gib mir dein Money, gib mir dein Geld. Und er schaut ihr auch in die Augen oder etwas tiefer und singt: Holz, sie hat viel Holz, sie hat viel Holz, ich bin so stolz. Aber nun übergebe ich mich an unsere Hochzeitsreporterin Bianca. Ja, nun ist es Wirklichkeit. Endlich wahr. Bromi Bromskirchen und Money Money Allendorf sind ein Ehepaar. Eine Patchwork-Familie, wie ich das sehe, jeder bringt vier Kinder mit in die Ehe. Ich erfuhr es aus eingeweihten Kreisen, der Familienname soll Allendorf heißen. Sonny Sommer ist von der Bromi die Tochter, die Große. Seine Seibelsbach und Daxi Daxloch machen noch in die Hose. Dazwischen ist noch der Pfiffi Pfütze, das ist der mit der knallgelben Mütze. Der heißt eigentlich nur Ludwigsdorf so breit, wir nennen ihn nur Pfütze, wir haben ja keine Zeit. Der Manni Manni Allendorf war so frei, hat seine Kinder, vier Kinder auch dabei. Der Älteste, der Buddy Backenfeld, ist auch hier beim Fest. Der fiel früher mal aus einem Kuckucksnest. Der große Renny Rennerthausen feiert lieber im Zelt statt draußen. Der mittlere, der Heini Heine, der hat sehr kurze Beine. Und der Ossi Osterfeld, der ist ein wenig spät, der ist noch in der Pubertät. Und ich sehe, die ersten Gäste sind eingetroffen. Ich übergebe nun an meinen Kollegen Hansi vom Kuckucksnest. Ja, meine Damen und Herren, ich sehe gerade, das Brautpaar ist eingetroffen. Nein, nein, es ist noch nicht besoffen. Die Promi-Proms-Kirchen, die hat ja so einen Gang, so wie früher der Sensen gelang. Manni Allendorf hat für Landwirtschaft gespürt. Der war ganz früher Hundetür. Die Sonny Sonda sitzt da hinten in der Mitte. Die haben zu Hause viel Holz vor ihren Rücken. Der Ehemann ist auch dabei, den sie von früher kannte. Sein Vorname ist, glaube ich, Ante. Auf dem ist die Promi stolz. Mit Nachnamen heißt er, glaube ich, Holz. Wo sind denn die zwei Kleinsten bloß? Ach, die sitzen beim Onkel aus Berleburg auf dem Schoß. Ja, die Braut wurde gerade von einem Gast gefragt. Also ich finde die Frage gewagt. Der Gast aus dem benachbarten Ausland, der fragte ganz frei, ob denn schon was unterwegs sei. Die Braut antwortete nach kurzer Pause, ja, dein Taxi nach Heidelberg nach Hause. So, nun ist die Sendung bald vorbei. Genau wie das mit den Bürgermeistern von der Polizei. Das alles. Und noch viel mehr kann man erleben, wenn man Bürgermeister von Allendorf wäre. Egal, ob blaue, rote Mützen, ob gelb, ob rot, in Zukunft heißt das zusammen das Gebot. In Bromskirchen, Sondler, die Pfütze, das Dachsloch und Seibelsbach. Das weiß dann bald ein jeder. Nur noch zusammen. Großgemeinde Allendorf-Ede. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mal für ein paar Sekunden oder besser gesagt ein paar Minuten um Ruhe bitten. Wir wollen ja jetzt diesen offiziellen Teil unserer Veranstaltung angehen und deshalb möchte ich erstmal die Begrüßungsrede halten.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger unserer Gemeinde, Gemeinden Allendorf und Bromskirch, ich bin sehr froh und erfreut, dass Sie unserer Einladung so zahlreich gefolgt sind und darf Sie alle zu unserem Bürgerfest heute hier in Bromskirch ganz herzlich begrüßen. Es ist schön, dass wir dieses Fest gemeinsam heute feiern können und dürfen. Bitte gestatten Sie mir, dass ich einige unserer Gäste jetzt persönlich begrüße und anlässlich dieser Fusion, die wir ja heute eigentlich mit den Bürgern feiern wollen, ansage. Bitte auch an der Theke mal ein paar Minuten. Ich habe mal nachgesehen, 11,5 Minuten brauche ich. Müsste gehen. Wir trinken schweigend und hören zu. Ich begrüße zunächst meinen Kollegen, den Bürgermeister der Gemeinde Allendorf-Eder, Herrn Klaus Junghen mit seiner Ehefrau Vera. Ich habe mich mit Klaus darauf geeinigt, dass der Klaus die Begrüßung in den Alten Wiesen gemacht hat. Ich begrüße Sie hier. So sparen wir uns ein bisschen Redezeit, denn wir wollen ja auch noch gemeinsam feiern und nicht nur den ganzen Nachmittag mit Reden verbringen. Sehr gerne hätte ich heute auch einen Vertreter der hessischen Landesregierung begrüßt, aber die vielfältigen Termine, die jetzt, ich sag mal, in der Nach-Corona-Phase auf die Verantwortlichen in Wiesbaden einstürmen, ließ es nicht zu, dass jemand bei uns hier teilnehmen konnte. Ich möchte aber an dieser Stelle der hessischen Landesregierung und allen Vertretern ganz, ganz herzlich dafür danken, dass man uns in diesem Fusionsprozess nach Kräften unterstützt hat und auch die finanziellen Mittel bereitgestellt hat, um diese Fusion überhaupt möglich zu machen. Vom Regierungspräsidium in Kassel darf ich sehr herzlich unseren Regierungspräsident, Herrn Marc Weinmeister, hier in Bromskirchen begrüßen. Herr Weinmeister, schön, dass Sie für uns Zeit haben. Ich begrüße weiterhin vom Regierungspräsidium Kassel Herrn Tappe und Frau Wenzel, auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Den offiziellen Vertreter des Landkreises, unseren ersten Beigeordneten Karl-Friedrich Frese, der ja einer der geistigen Väter dieser Fusion ist und der natürlich auch heute hier ein Heimspiel hat. Karl-Friedrich, herzlich willkommen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Frau Claudia Ravensburg von der hessischen Landesregierung, als Vertreterin der Landesregierung und Frau Daniela Sommer entschuldigen. Die hatten aufgrund anderer Termine nur heute Morgen teilgenommen. Ich darf Sie in deren Namen recht herzlich grüßen und auch Sie gratulieren uns zu unserer Fusion. Mit Freude darf ich auch meine Bürgermeisterkollegen begrüßen, die da wären aus dem oberen Edertal, mein Freund Lothar Koch von der Gemeinde Burgwald. Lothar mit Gattin, herzlich willkommen. Und ganz besonders freue ich mich, dass ich die Kollegen aus den Gemeinden Hallenberg und Bad Berleburg, unsere nordrhein-westfälischen Anrainer-Kommunen, darf ich begrüßen, Bernd Fuhrmann von Bad Berleburg und Enrico Ebner von Hallenberg. Schön, dass ihr da seid. Unser sehr feierfreudiger Bürgermeisterkollege aus Battenberg, der Christian Klein, lässt sich leider entschuldigen. Der kann heute nicht da sein und Dirk Juncker aus Hatzfeld wäre auch gern gekommen, der ist im Urlaub. Von der evangelischen Kirchengemeinde begrüße ich vom Pfarramt Röttenau, Frau Pfarrerin Monika Dersch-Paulus. Herzlich willkommen. Auch hätte ich gerne aus der heimischen Wirtschaft den Inhaber
des Sägewerkes Ante Herrn Jürgen Ante begrüßt. Leider ist er im Laufe der Woche an Corona erkrankt und lässt sich entschuldigen. Ich bedauere das sehr, aber manchmal macht uns halt Corona immer noch einen Strich durch die Rechnung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz besonders begrüßen möchte ich Frau Carmen Möller von der Firma Comprax Result. Und ich hätte auch gern Herrn Thomas Fiedler, Regierungsdirektor aus Südhessen, begrüßt. Er lässt sich leider entschuldigen. Die Krankheit seiner Tochter ist dazwischen gekommen. Frau Möller und Herr Fiedler haben die Machbarkeitsstudie für unsere Fusion erstellt. Und diese beiden Personen, Frau Möller, sie ist aufgestanden, diese beiden Personen haben wesentlichen Anteil daran, dass diese Fusion in dieser Form zustande kommen konnte. Ich bin auch nicht ganz korrekt in meiner Ausdrucksweise. Eigentlich ist es keine Fusion, sondern eine Angliederung der Gemeinde Bromskirchen an Allendorf. Das verschweige ich gerne und ich sehe es lieber als Fusion. Letztendlich ist es das Gleiche. Aus zwei werden eins. Ich darf sehr herzlich begrüßen den Ehrenvorsitzenden der Gemeindevertretung Bromskirchen, Herrn Karl Friedrich Geldbach. Karl Friedrich, herzlich willkommen. Und ich begrüße ganz herzlich auch den Ehrenbürgermeister der Gemeinde Allendorf, Herrn Robert Ahmed. Robert, hallo. Aus der heimischen Politik begrüße ich unseren ersten Beigeordneten der Gemeinde Allendorf, Kurt Graber. Wo ist er? Kurt. Und den ersten Beigeordneten der Gemeinde Bromskirchen, Herrn Andreas Lang. Der muss auch hier, da ist er. Ich begrüße die beiden Vorsitzenden der Gemeindevertretungen. Norbert Bürzel von Allendorf, Norbert. Und mein Freund Willi Reder von der Gemeinde Bromskirchen. Wir sind ja Europäer, wir haben natürlich auch Besuch aus den Partnerländern oder aus einem Partnerland, nämlich aus Frankreich, aus der Gemeinde Bonneval, in Vertretung des dortigen Bürgermeisters, und jetzt muss ich genau hingucken, Französisch ist nicht meine Kernsprache, begrüße ich Herrn Stefan Louis, Herrn Alain Hessenouin und Herrn Guy Motet ganz, ganz herzlich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe inständig, ich habe keinen zur Ehrengäste vergessen. Wenn es doch so ist, dann sehen Sie es mir bitte nach. Wir sind alle Gäste heute auf dieser Veranstaltung ganz, ganz herzlich willkommen. Ein Schriftsteller, und zwar der Frank Kafka, hat einmal gesagt, Wege entstehen dadurch, dass man sie geht. Auch wir, meine Damen und Herren, die Mitglieder beider Gemeindevertretungen haben einen sehr langen Weg hinter uns gebracht, um diese Fusion oder präzise, wie ich es eben gesagt habe, diese Angliederung hinzubekommen. Ein derartiger Schritt bedeutet für die politisch Verantwortlichen, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger, eine gehörige Portion Mut aufzubringen. Es bedarf politischer Überzeugungskraft und man sollte auch keine Angst vor Veränderungen haben. Darüber hinaus benötigt man eine Vision, die den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern vermittelt werden muss. Die Bürgerinnen und Bürger von Allendorf und Bromskirchen haben diese wichtige Entscheidung mit uns getroffen, indem sie mit großer Mehrheit und einer sehr guten Wahlbeteiligung den Bürgerentscheid zugunsten dieser Fusion entschieden haben. Besonderer Dank gilt dabei auch den Bürgerinnen und Bürgern von Bromskirchen, da sie durch die Aufgabe der Eigenständigkeit, aber auch durch die Veränderungen, die wir jetzt auf uns nehmen müssen, doch den größeren Teil oder den größeren Part übernehmen mussten. Wir ändern unsere Postleitzahl, wir mussten einige Straßennamen ändern und wir ändern den Gemeindenamen. Aber
ich denke, es hat gut geklappt und die Bürgerinnen und Bürger haben auch verstanden, dass hier was ganz Neues und was ganz Wichtiges entsteht. Wir, die politischen Vertreter beider Kommunen, hatten durch diese große Zustimmung im Bürgerentscheid nicht die alleinige Verantwortung für diesen Schritt und waren nun gefordert, das wichtigste Dokument in diesem Verfahren, nämlich den Grenzänderungsvertrag, den uns Herr Weinmeister gleich dann nochmal förmlich vorlegen wird, diesen Grenzänderungsvertrag zu gestalten und zu formulieren. Wir alle wissen, alle Beteiligten werden von dieser Ehe profitieren, aber das musste eben auch so in diesen Vertrag. Ich selbst bin nach wie vor sehr sicher und überzeugt, dass wir einen richtigen und guten Weg gehen und die Bürgerinnen und Bürger beider Kommunen eine kluge und richtungsweisende Entscheidung getroffen haben. Wichtig dabei war auch, dass wir einen guten Zeitpunkt auswählen konnten und dadurch auch vom Land Hessen unterstützt und finanziell gefördert wurden. Ich glaube, zukünftig werden noch viele Gemeinden diesen Weg gehen müssen. Unsere Kommunen sind in ihrer Struktur und in ihrem Aufbau sehr ähnlich. Wir sind mit guten und erfolgreichen Industriebetrieben gesegnet, die auch ein großes Arbeitsplatzangebot bereitstellen. Dadurch können wir auch die jungen Menschen in der Region halten und ihnen attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze sichern. So gestalten wir auch für die zukünftigen Generationen eine gute und hoffentlich sichere Zukunft. Nach Corona zeigt sich auch ein neuer Trend im Freizeitverhalten der Menschen, nämlich die Wiederentdeckung unserer schönen Mittelgebirgslandschaft mit vielen Möglichkeiten, die Natur zu entdecken. In diesem Bereich verfügen unsere Gemeinden noch über ein großes touristisches Entwicklungspotenzial, welches dann als Schwerpunkt für die zukünftige Gemeindevertretung und die zukünftig politisch handelnden Personen Gestaltungsspielraum bietet. Alles in allem können wir trotz der teilweise bedrohlichen Entwicklung im Klimawandel und in dem Bereich Friedenssicherung als Gemeinde Allendorf recht gelassen bleiben. Unsere Infrastruktur ist gut, wir haben in der Vergangenheit unsere Hausaufgaben erledigt und die finanzielle Ausstattung erlaubt uns auch in Zukunft unsere Gemeinde und ihre Infrastruktur weiterzuentwickeln. Unsere Bürgerinnen und Bürger können entspannt und guten Mutes und offen in diese neue Zukunft gehen. Dann möchte ich an dieser Stelle aber auch allen Menschen, die uns auf diesem Weg in diese Fusion oder zu dieser Fusion begleitet haben, Menschen aus Politik und Wirtschaft, von Behörden, Institutionen und auch Privatpersonen, die uns unterstützt haben, gefördert haben und diesen Prozess, wie gesagt, positiv begleitet haben. Nur noch ein kurzer Ausblick in die vor uns liegende Zeit. Im Juni nächsten Jahres wählen wir in Allendorf und Bromskirchen unser neues Parlament. Weiterhin werden wir einen neuen Bürgermeister wählen. Auch Klaus Junghen wird am Ende des nächsten Jahres, denke ich, in den wohlverdienten Ruhestand treten. Ich darf schon jetzt den zukünftigen politischen Akteuren eine ruhige Hand, alles Gute und gute Entscheidungen zum Wohle der Gemeinde Allendorf wünschen. Meine Arbeit wird in wenigen Monaten getan sein. Ich blicke auf eine sehr interessante und erfahrungsreiche Tätigkeit als Bürgermeister zurück. Alles in allem war es für mich eine wunderschöne Zeit und ich habe viele neue Erfahrungen sammeln können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche unserer neuen Gemeinde Allendorf-Eder und Ihnen persönlich alles erdenklich Gute für die Zukunft und heute noch ein paar wunderschöne Stunden in dieser schönen, ehrwürdigen Schützenhalle in Bromskirchen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Ottmar Vöpel, lieber Klaus Junghen, lieber Karl-Friedrich Frese, meine Herren, Bürgermeister aus Waldeck-Frankenberg und aus Nordrhein-Westfalen, liebe Bromskirchner und Allendörfer, meine sehr verehrten Damen und Herren,
Heute hier zu sein, in Bromskirchen, in der Schützenhalle, ist nicht nur etwas Besonderes, weil man hier am äußersten Ende des Regierungsbezirkes ist, direkt zu unseren Nachbarn in Nordrhein-Westfalen. Das an sich ist schon etwas Besonderes. Aber die Tatsache, dass wir heute offiziell die Vereinigung von zwei Kommunen begehen, die sich freiwillig zusammengeschlossen haben, das ist schon etwas Besonderes und das passiert nicht jeden Tag. Es ist bei uns in Hessen nach der Gebietsreform Anfang der 70er Jahre erst dreimal passiert, dass sich Kommunen freiwillig zusammengeschlossen haben. Und Allendorf und Bromskirchen haben dies natürlich mit einem Prozess, der über mehrere Jahre bzw. über ein Jahrzehnt gegangen ist, indem man die Verwaltungen miteinander verzahnt hat, indem man gesagt hat, wir sind so eng zusammen, das müssen wir auch verwaltungstechnisch machen. Und das führte dann dazu, dass es nicht nur eine Verwaltungsgemeinschaft wurde, sondern am Ende zum Zusammenschluss der ehemaligen selbstständigen Gemeinde Bromskirchen mit Allendorf gekommen ist. Besonders beeindruckend, und Bürgermeister Vöpel hat es gesagt, sind die Zahlen, die Zustimmungszahlen gewesen, sowohl in Bromskirchen als auch in Allendorf. Über 70% in beiden Kommunen macht deutlich, dass das auch bei den Bürgerinnen und Bürgern als positiv wahrgenommen wird. Und natürlich, man verliert ein Stück von dem, was man vorher wusste, was eigentlich gegolten hat. Es gibt eine neue Postleitzahl, es gibt teilweise neue Straßennamen, aber es gibt am Ende den Zugewinn an wirtschaftlichen Möglichkeiten, den Zugewinn an Möglichkeiten der Infrastruktur. Und ich glaube, das haben die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter hier in Bromskirchen und in Allendorf auch gesehen. Und das freut mich sehr. Dafür herzlichen Glückwunsch. Ein mutiger Schritt, der schon in anderen Städten und Gemeinden auf den Weg gebracht worden ist, die allerdings damals nicht die Mehrheiten in der Bevölkerung gefunden haben. Hier in Bromskirchen und in Allendorf ist das geglückt. Und das macht deutlich, lieber Ottmar Vöpel und lieber Klaus Junghehn, ihr habt doch in der Kommunikation anscheinend alles richtig gemacht, um dies auf den Weg zu bringen. Wenn man sich dann noch vorstellt, dass der Ottmar Vöpel, nachdem der Karl Friedrich Frese zum Kreis gewechselt ist, hier den Bürgermeisterposten ehrenamtlich ausgefüllt hat über die Zeit, dann ist das auch etwas Besonderes. Es ist ja nicht so, ein Stück dessen, was ein Bürgermeister... Ein Stück dessen, was ein Bürgermeister an Gehalt bezieht, das gilt auch für den ersten Kreis Beigeordneten jetzt, ist immer ein Stück auch Schmerzensgeld. Sie haben das ehrenamtlich gemacht und haben sich voll in den Dienst Ihrer Gemeinde gestellt, wohlwissend, dass es eine Übergangszeit sein soll, wohlwissend, dass es trotzdem viele Fragen gibt und vieles auf den Weg zu bringen. Und deswegen, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen und vor Ihrer Leistung und ich denke, Bromskirchen kann stolz darauf sein, dass Sie Bürgerinnen und Bürger haben, die sich ehrenamtlich in einem solchen Maße engagieren. Herzlichen Glückwunsch, Bromskirchen, dazu. Der Änderungsvertrag, so wie er von den beiden Gemeindevertretungen beschlossen worden ist im letzten Jahr, und der Kreistag, lieber Karl-Friedrich Friese, musste ja auch zustimmen. Der Kreistag des Landkreises Waldeck-Frankenberg hat im Februar diesen Jahres zugestimmt. Und dann werden wir uns als Regierungspräsidium, Klaus Trampe und Frau Wenzel sind ja hier mit dabei, auch nicht freuen, sondern sagen, klar, wenn die Gemeinden nach vorne gehen wollen, dann unterstützen wir das. Und hier ist jetzt die offizielle Genehmigung, dass der Grenzänderungsvertrag so in Kraft treten kann, wie Sie es sich wünschen. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute.
Regierungspräsident Marc Weinmeister ganz oft in Waldeck-Frankenberg in den letzten Wochen und Monaten, aber heute in ganz besonderer Mission. Ein Grenzänderungsvertrag, der zum Zusammenschluss zweier Gemeinden führt. Hat man nicht oft in Hessen. Ne? Nein, es, wie gesagt, in den letzten Jahren haben es schon mehrere Städte und Gemeinden probiert, aber sind dann auch an den Voten ihrer Bürgerinnen und Bürger teilweise gescheitert. Unten im Oberzent, also im südlichen Odenwaldkreis, haben sich 4 Kommunen zusammengeschlossen. Die haben das geschafft und jetzt hier auch Allendorf und Bromskirchen, die ja schon über längere Zeit auch eine Verwaltungsgemeinschaft hatten. Aber dieser echte Zusammenschluss, das ist was ganz Besonderes und darauf können beide Kommunen wirklich sehr stolz sein. Der Weg war in Zeit gemessen lang, aber muss man den Bürgerinnen und Bürgern diese Zeit geben, um sich diese Veränderungen nicht mehr eine eigenständige Gemeinde, eine Stadt zu sein, zu gewöhnen, um dann, wie ja der Bürgerentscheid war, zu sagen, wir haben eigentlich nur Vorteile davon, jo, lass uns heiraten. Ich denke, dass man diesen Vorlauf braucht, weil natürlich, wenn es erstmal an jemanden herangetragen wird, dass die eigene Gemeinde vielleicht nicht mehr eigenständig sein soll, das führt erstmal zur Abwehrreaktion, das möchte eigentlich keiner. Aber wenn man sich langsam annähert, wie das hier zwischen Allendorf und Bromskirchen stattgefunden hat, über die Verwaltungsgemeinschaft, über die ganz enge Zusammenarbeit in ganz vielen Bereichen, dann merken die Bürgerinnen und Bürger auch, es ändert sich für uns eigentlich nichts, dass wir dadurch Nachteile haben, sondern wir haben darüber Vorteile. Und man kann sich langsam dran gewöhnen, man kann darüber reden, sprechen, die Kommunikation so gestalten, dass jeder mitgenommen wird. Und deswegen muss man sich auch Zeit nehmen. Ja. Dass es gut ist, Schritte, die nötig sind, auch anzugehen. Nicht lange reden, nicht zu viel überlegen, irgendwann Schritte gehen. Und die beiden Gemeinden, halt noch Eder und Bromskirchen, haben Schritte gegangen und sind am Wege beschritten und Entscheidungen getroffen. Und ich bin allen Verantwortungsträgern, namentlich meinen beiden Kollegen Klaus Hinmann und Ottmar Vögel, aber auch anderen, die in der Kommunalpolitik, in den Vereinen, Verbänden und alle Bürgerinnen und Bürger, die diesen Weg tatkräftig mitgegangen haben, sehr dankbar. Das waren mutige Entscheidungen. Und zu diesen mutigen Entscheidungen kann man die Bürgerinnen und Bürger der neuen Gemeinde Allendorf-Eder nur beglückwünschen, meine Damen und Herren. Herr Allendorf, die fünftgrößte Gemeinde im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die neue Gemeinde hat mehr als 7.500 Einwohner. Es kommen neue Aufgaben auf die Gemeinde zu, Aufgaben, die wir als Kreisverwalter nicht besser übernehmen haben. Wie auch der Verkehrsbehörde. Euch beiden gratuliere ich ganz herzlich zu dem, was ihr in den letzten Jahren beispielhaft vorangetrieben habt, nämlich die erfolgreiche Fusion eurer beiden Gemeinden. Sicherlich seid ihr beiden und natürlich Reifert durch Brees, das ist schon genannt, die Zugpferde für diesen Prozess, aber ohne die ehrenamtlich Tätigen, die Entscheidungsträger auf kommunaler Ebene, die begleitenden Fachbüros und die Zustimmung der Bevölkerung wäre es sicherlich nicht zu diesem Ergebnis gekommen. Meine Gratulation geht daher auch an alle, die diesen Prozess aktiv und positiv begleitet haben. In der Zeitung war in den vergangenen Tagen schon erste Berichte, es war zu lesen, dass wir, also die Kommunen Oberes Edertal und Burgwald, die interkommunale Zusammenarbeit noch etwas ausbauen wollen, in weiteren Bereichen zusammenarbeiten wollen. Auch dieser Prozess darf nicht mit Eile angegangen werden, sondern muss mit langer Hand vorbereitet werden. Viele müssen damit genommen werden. Und als ersten kleinen Vorboten dieser interkommunalen Zusammenarbeit darf ich heute interkommunale Grüße von meinen Kollegen aus Hatzfeld, Dirk Junker und aus Wattenberg, Christian Klein, übermitteln, natürlich auch von der Gemeinde Burgwald. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ihnen allen noch einen schönen Nachmittag und der künftigen größeren Großgemeinde Allendorf eine gute Zukunft. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Regierungspräsident, sehr geehrter Herr Beigeordneter, liebe Kollegen Bürgermeister, liebe Freundinnen und Freunde aus Allendorf, Battenfeld, Bromskirchen, Dachsdorf, Heine, Neu-Ludwigsdorf, Osterfeld, Rennertehausen, Sommelblatt und natürlich der Seibitz. Aus 2x5 Ortsteilen wird demnächst eine schlagfertige Großgemeinde. Diese zukunftsweisende Entscheidung mit echter Tragweite hat es verdient, in einem würdigen Rahmen gefeiert zu werden, was ihr hier heute alle tut. Das Feiern soll heute im Vordergrund stehen und belassen werden, weswegen wir nicht zu viele Grußworte aufschlagen wollen. Ich auch im Namen meines Kollegen Bernd Fuhrmann aus Bad Berleburg sowie der Stadt Heidelberg und eben der Stadt Bad Berleburg diese besten Wünsche für die Zukunft übermitteln darf. Ja, unser Grenzverlauf beginnt.
beginnt im Westen zwischen der Seibelsbach und Dienshausen, die verbundener nicht sein könnten, streift dann Hunderthausen ums Kirchen und Heidelberg, bevor es bei Braunshausen und Sonnplatten endet. Wir sprechen jedoch hier nicht nur von einer Linie zwischen drei Kommunen, nein, wir sprechen hier auch über eine Linie zwischen zwei Bundesländern und zwischen drei Landkreisen. Jedoch habe ich es schon öfter gesagt und ich sage es auch heute aus vollem Herzen, Grenzen existieren nur in den Köpfen der Menschen. Nein, sie waren schon seit Jahren miteinander verwoben, behutsam und bedacht in kleinen Schritten und haben dabei ihre Wurzeln und ihren charmanten, einladenden und ansteckenden Regionalstolz hier im Ober- und Innertal nicht verloren und auch heute nicht verloren. Sie verbindet viel. Die periphere Lage, eben schon angesprochen, hat von jeher dazu beigetragen, dass man sich gegenseitig half und hilft. Davon überzeugen auch ihr agiles Vereinsleben, wir sehen es heute hier, und das ehrenamtliche Engagement. Vom Dalai Lama stammt die Aussage, dass Intelligenz in Verbindung mit Mitgefühl die Grundlage für unsere globale Verantwortung bilden. Es war ihre kluge Entscheidung, als sie sich am 14. März 2021 im Bürgerentscheid mit einer Dreiviertelmehrheit für den Zusammenschluss ausgesprochen haben. Und so kommt zusammen, was in den Köpfen der Menschen schon lange eine Einheit ist. Wir sind stolz und dankbar, dass wir diesen Zusammenschluss, den dritten nach der Oberzent im Wesertal, begleiten dürfen. Herzlichen Glückwunsch. Wir freuen uns ganz besonders, dass drei Vertreter der Gemeinde von Wald zu uns gekommen sind, den weiten Weg auf sich genommen haben. Der dortige Bürgermeister Herr Villar war leider verhindert, aber es sind drei Herren zu uns gekommen, Herr Mutte, Herr Stefan Schumann und Alain Eloy. Ja. Und sie haben gleich ein paar auf sich genommen. Herr Mutte möchte ein paar Grußworte an Sie alle richten von dem Bürgermeister aus Bonn-Wahl, von Monsieur Villar, und ich werde es dann hier simultan übersetzen. Nous sommes heureux d'avoir été invités à cet événement pour représenter la ville de Bonneval. Also wir sind sehr glücklich, sehr froh, eingeladen worden zu sein zu diesem besonderen Ereignis und hiermit die Stadt Bonneval zu präsentieren. À ce titre, je présente les excuses de M. Joël Villar, notre maire, qui ne peut être parmi nous. Hiermit möchte ich unseren Bürgermeister Herrn Villar entschuldigen, der leider verhindert war. Il vous félicite pour ce regroupement entre Allendorf et Hongkirchen. Et nous vous souhaitons une grande réussite dans cette fusion. Dankeschön. Er beglückwünscht Sie alle ganz herzlich zu dieser Fusion oder Angliederung, wie Sie es eben genannt haben. Und wir wünschen Ihnen großen Erfolg. Interessen durchsetzen in der Gemeindevertretung, ohne die vieles auch einfach nicht möglich wäre. Ich würde jetzt alle bitten, die Interesse haben, mit rauszugehen. Wir sind hinter der Schützenhalle. Dort befindet sich der Baum, der schon gepflanzt worden ist. Wir treffen uns draußen. Aber bitte nicht vergessen, im Anschluss wieder hier reinzukommen. Dann gießen Sie beide doch mal an hier vorne. Ein bisschen da rein. So ist gut. Ein bisschen weiter rüber. Stopp. Die anderen ein bisschen weiter rüber. So ist gut. Alles klar. Herr Fütlich kann Sie nicht sehen. Ein bisschen weiter noch rüber. So, mal schön gucken. So, super. Danke schön. Hier ist Baumpflanzung, keine Beisätze. Ja, die beiden Bürgermeister, noch Bürgermeister von Allendorf und von Bromskirchen, ich fange mit Bromskirchen an, Ottmar Vöbel,
der dritte Bürgermeister in Bromskirchen und das noch ehrenamtlich, aber nicht mehr lange. Die Fusion ist besiegelt, der Beitritt, lange dran gearbeitet und der Wille der Bürger gewesen. Macht das einen stolz, dass die Bevölkerung mitgezogen hat? Ja, auf jeden Fall macht mich das stolz, weil wir hatten eine Aufgabe, die ist ja begonnen worden unter Karl Friedrich Frese, mit dem das mit Allendorf diese Verwaltungsgemeinschaft gegründet wurde, und es galt jetzt, dieses zu beenden. Ich war ja da eigentlich nicht drauf vorbereitet, ich war Polizeibeamter und es hat sich dann so ergeben, aber dann erwächst eben diese Aufgabe und man nimmt die Dinge wahr und ich denke, es kommt zum schönen Abschluss. Klaus Junggen, auch Polizeibeamter. Mit dem Grenzänderungsvertrag, der heute offiziell übergeben wurde und zum 1. Januar dann auch in Kraft tritt, ist ja noch nicht alle Arbeit getan. Da bleibt ja noch ein bisschen was zu tun für die kommunalen Gremien, für die Bevölkerung. So ein bisschen müssen sie noch arbeiten. Ja, das ist, man muss es als Prozess sehen, von Beginn an, und wir sind jetzt noch nicht am Ende. Wir haben in diesem Jahr viel zu tun, indem wir unsere kompletten Satzungen überarbeiten müssen, anpassen müssen, dass wir ein einheitliches Satzungsrecht für die neue Gemeinde Allendorf gestalten. Dazu werden es einige Workshops geben in diesem Herbst, um dann im nächsten Jahr, wenn denn das neue Parlament dann auch entscheidungsbefugt ist, diese Satzungen für Allendorf zu beschließen, um das zu vereinheitlichen. Und dann gilt es natürlich auch in der Übergangszeit, wo beide Parlamente ja addiert werden und sozusagen sich die Anzahl der Parlamentarier verdoppelt. Genauso im Gemeindevorstand wird das passieren, bis zu dem Zeitpunkt, wo das neue Parlament dann gewählt ist und die neuen Gremien an die Arbeit gehen werden. Und da wird einiges zu tun sein. Man wird sich aufeinander abstimmen müssen. Und wichtig ist, dass man gut kommuniziert, gut miteinander zusammenarbeitet, um eben diesen Prozess weiterhin erfolgreich gestalten zu können. Das gilt jetzt zum Beispiel für die Feuerwehr, gemeindliche Aufgabe. Zwei Feuerwehren werden jetzt auch zusammengelegt. Nein, das hat mit Zusammenlegung ja nichts zu tun. Die Feuerwehren sind ja ohnehin in den einzelnen Ortsteilen beheimatet, wo sie auch bleiben werden. Da gehe ich mal nicht davon aus, dass sich da große Veränderungen ergeben werden. Okay, ich meine jetzt einen Stadtbrandmeister, einen Stellvertreter und so weiter. Diese Positionen müssen natürlich besetzt werden. Der Gemeindebrandinspektor, der ist ja bei uns in Allendorf vor kurzem erst neu gewählt worden. Und ich gehe davon aus, dass das auch bestätigt werden wird in Bromskirchen bei der nächsten Jahreshauptversammlung. Das war eigentlich so auch abgesprochen. Und wir werden dann durch die Ergänzung der Stellvertreterposten natürlich dann auch gucken, dass man lokal jetzt aus der Altkommune Bromskirchen eine Stellvertreterposition besetzen wird. Vielleicht sollte man auch betonen, ich möchte das gerne auch betonen, das ist eine Fusion auf Augenhöhe. Da hat nicht die arme Magd den reichen Bauern geheiratet, sondern sind beide sehr wirtschaftlich starke Gemeinden im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Das ist in jedem Falle richtig. Wir haben zumindest zwei größere Industriebetriebe. Allendorf hat natürlich den, ja, kann man sagen, Global Player. Und zusammen werden wir eigentlich von der Industrie her noch schlagkräftiger. Und vor allen Dingen haben wir ein unheimlich hohes Arbeitsplatzangebot jetzt in beiden Kommunen. Von daher passt das auf jeden Fall richtig gut zusammen. Bromskirchen wird auf jeden Fall eine Außenstelle behalten, damit die Bürgerinnen und Bürger einen Ansprechpartner haben. Aber im Rahmen der Digitalisierung wird in den nächsten Jahren auch vieles, was Kommunen als Dienstleistung anbieten, auch über den Computer möglich sein. Dem ist so. Das ist sogar eine Gesetzesvorgabe. Im Online-Zugangsgesetz ist das ja vorgeschrieben, dass wir bis zum Ende des nächsten Jahres fast alle Dienstleistungen, die Kommunen bieten, digital auch anbieten müssen.
Und nichtsdestotrotz werden wir zunächst mal die Standorte unserer Verwaltungen so beibehalten, wie das jetzt der Fall ist. Da ist auch eine Entwicklung im Fluss, wie sich das später mal gestalten wird. Das muss man sehen. Aber es geht immer mehr in Richtung Digitalisierung und der Weg ins Rathaus oder in eine Verwaltungsaußenstelle kann möglicherweise in einigen Jahren schon obsolet sein. Wird ja immer gerne als Blaupause hingestellt, was hier Bromskirchen und Allendorf fabriziert haben. Kann man so nicht direkt sagen, ne? Denn der Prozess, Herr Vöbel, Sie haben in Ihrer Rede darauf hingewiesen, auch Marc Wallenmeister, auch Klaus Lunkert immer betont, das dauert Jahre, bis man auch die Bevölkerung überzeugt hat, dass das eine gute Geschichte ist. Ne? Denn alle Fusionen, die von oben übergestülpt worden sind, wir erinnern uns alle an 1972 und die Gebietsreform, wie lange das gedauert hat, bis man dazu eine Identität gefunden hat. Wichtig ist, dass man sich Zeit nimmt dafür. Sowas kann man nicht verordnen. Es muss in die Köpfe der Menschen, wie Sie es gerade gesagt haben. Und dazu braucht man Zeit. Man muss diese Dinge vorbereiten und dann funktioniert es. Kann es funktionieren. Ja, es sind dann viele wünsche ich Ihnen, das Ehrenamt bleibt ja Ehrenamt, aber es wird etwas ruhiger. Also in die nächste Zeit nicht, aber Sie müssen, weil es ist ja noch einiges abzuwickeln. Ja, und Klaus Jungken, der Ruhestand ist immer willkommen. Ne? Ja, anderthalb Jahre sind Sie noch. Er muss noch ein bisschen länger. Wir sind schnell rum. Wenn Sie überlegen, wann Sie angefangen haben mit dem Fusionsgedanken, und fragen sich heute doch sicherlich, wo sind die Jahre geblieben. Das ist so. Vielen Dank. Sehr